In meiner ersten Folge zur Elektromobilität habe ich es ja bereits erwähnt. Die deutschen Städte sind vor lauter Autos komplett verstopft. Glücklicherweise gibt es Alternativen. Entweder als kompletter Ersatz fürs Auto oder in Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Heute stellen wir euch 4 coole Zweiräder und einen Service vor. Heute bei What's On geht es ab auf die Spielwiese. Mit 4 Elektrofahrzeugen im Schlepptau. Wie schon in Staffel 1 wollen wir auch heute einige grüne Alternativen zu herkömmlichen Transportmitteln testen. Anders als beim letzten Mal soll es diesmal allerdings weniger um die Last Mile Transportation gehen, sondern eher um eine Auswahl an Zweirädern, mit denen man tatsächlich im alltäglichen Stadtverkehr Strecke machen kann. Mit von der Partie sind ein Elektrofahrrad der besonders unauffälligen Sorte, ein gemütliches Fatbike für die Sonntagsfahrer, ein stylisches Elektromofa und das allseits bekannte Hoverboard. Den Anfang macht das wohl optisch coolste Gadget, das ich bisher getestet habe. Das elektrisch betriebene Mofa. Bei dem Wort Mofa denke ich persönlich ja immer an ziemlich laute, vor allem sehr nervige Zweiräder. Das hier ist offiziell ein Mofa, ist aber eigentlich genau das Gegenteil. Es ist ein leises Elektrorad und es sieht halt auch aus wie ein ziemlich cooles Motorrad. 55 bis 80 Kilometer Reichweite mit einem Akku. Man kann auch einen zweiten Akku reinsetzen, da kann man halt 110 Kilometer Reichweite fahren. Das Motorrad hat eine Höchstgeschwindigkeit von ungefähr 45 km/h und aufgeladen ist es in 5 bis 6 Stunden. Mofa heißt auch, es hat ein Nummernschild, es ist für die Straße zugelassen, man darf nicht auf Fahrradwegen fahren. Das hier ist ein Gerät, das man wirklich auf den öffentlichen Straßen fahren muss. Der Vorteil, den dieses spezielle Motorrad hat, ist, dass man keine konstante Geschwindigkeit so um die 30 km/h halten kann. Es zieht mich immer so wieder nach vorne und wenn ich nur einen Millimeter weiterziehe, dann werde ich so komplett nach hinten gezogen. Das Ding macht schon echt viel Spaß und ist mit 3.300 Euro auch wesentlich günstiger als ein Auto. Dazu kommt, dass man damit wesentlich unauffälliger ist. Es ist nicht so laut, man kann sich durch den Verkehr durchschlängeln und man findet immer einen Parkplatz. Wer sich das Geld also leisten kann, dem kann ich das definitiv nur empfehlen. Man muss aber dazu sagen, es ist ein Motorrad und deswegen im Stadtverkehr auch relativ gefährlich. Wer es noch unauffälliger mag und wer vielleicht keinen Führerschein hat, der holt sich so ein E-Bike. Das hier nennt man auch Pedelec, denn es unterstützt einen nur, wenn man selber in die Pedalen tritt. Und das macht es bis zu 25 Kilometer pro Stunde. Ich bin damit am Wochenende eine ganze Tour gefahren, 50 Kilometer durchs Rhein-Ruhr-Gebiet. 70 Kilometer Reichweite hätte das Bike gehabt und ich fand es wirklich toll, denn es unterstützt einen relativ unauffällig, genauso wie das ganze Bike auch überhaupt nicht nach einem Elektrobike aussieht. Der Motor ist hier im Hinterrad versteckt. Wenn man hier auf den grünen Knopf drückt, dann geht das ganze Bike an und sofort unterstützt es einen. Und der Akku ist in diesem Rahmen hier versteckt. Leider kann man den nicht rausnehmen, um den zum Beispiel in einem Café aufzuladen. Man muss immer das ganze Bike mitnehmen. Wer sein Fahrrad jeden Tag in den dritten Stock tragen muss, der wird bei dem Fahrrad hier relativ glücklich. Mit 16 Kilogramm ist es zumindest für ein Elektrofahrrad ziemlich leicht. Wer es ein bisschen entspannter mag, der holt sich ein sogenanntes Fatbike. Das ist auch ein Pedelec, also eigentlich ein Fahrrad, aber mit Elektromotorunterstützung. Und hier geht es nicht so um Spezifikationen, um Sportlichkeit, um Reichweite, sondern mehr um Komfort. Die Reifen sind besonders breit und wenn man die nicht zu stark aufpumpt, dann kann man damit sehr gut über alle möglichen Hubbel drüber fahren und merkt davon nicht so besonders viel. Der Akku ist hier in diesem ziemlich coolen Designelement versteckt und auch generell finde ich dieses spezielle Pedelec hier ist einfach sehr schick mit den Ledergriffen und dem ziemlich coolen Sattel. Steuern kann man alles über diesen Bordmonitor, der sogar mit einem PIN-Code geschützt ist. Hier kann man 5 verschiedene Stufen der Unterstützung einstellen, sehen, wie weit man gefahren ist und wie viel Energie man noch im Akku hat.
schon chillig. Außerdem sind die fetten Reifen auch ziemlich gut zum Offroaden. Das Fatbike hält, was es verspricht. Die extra dicken Reifen, Stoßdämpfer und ein gemütlicher Sattel sorgen dafür, dass man Stock und Stein einfach überrollt. Wenn man so auch die Schlaglöcher der städtischen Fahrradwege ignorieren kann, sorgt das Pedelec für rasante und trotzdem komfortable 25 bis 30 km/h. Und dabei ist die Kombi aus Leder und Mattlack auch noch ein echter Hingucker. Kommen wir zuletzt noch zum ungewöhnlichsten Transportmittel unter den zwei Rädern, dem Hoverboard. Das Prinzip ist simpel. Ein Trittbrett, zwei kleine Reifen und eine intelligente Balancierelektronik. Wie gut diese Technik aber funktioniert, ist eine andere Frage. Okay, das hier ist jetzt ein stinknormales Hoverboard, so wie es viele Leute schon zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Das kostet zwischen 200 und 2000 Euro und kann bis zu 25 Kilometer weit fahren. Die Idee ist relativ easy, man stellt sich drauf und es ist selbstbalancierend. Das heißt, es erkennt, wie du dich gerade hinlehnst und wenn ich mich nach vorne lehne, können teilweise bis zu 25 Kilometer weit fahren und hören einfach so auf zu fahren. Es ist gerade wirklich einfach ausgegangen. Ich bin nicht irgendwo drüber gefahren, ich habe keinen Fehler gemacht. Es ist einfach ausgegangen und ich hätte mich verletzen können. Ihr hört schon, ich bin überhaupt kein Fan von diesen Hoverboards. Also das ist jetzt das einzige Gerät, was man wirklich mit in die Bahn nehmen könnte, was wirklich so Last Mile Transportation ist. Aber es ist wirklich schwer, bestimmt schwerer als das Fahrrad. Ja, aber jetzt geht es halt wieder nicht an. Das ist ja das Problem. Es hört einfach irgendwann auf und jetzt geht es auch nicht mehr an. Cut! Okay, nachdem ich jetzt diese ganzen Geräte getestet habe, was ist mein Fazit? Wer nicht den Stauraum eines Autos braucht, für den ist dieses Moped hier eigentlich ziemlich geeignet. Es ist schnell, es ist leise, es macht Spaß und es hat genügend Reichweite für die komplette Stadt. Wenn man jetzt nicht gerade in eine andere Stadt fahren muss, dann ist das vollkommen okay. Wie gesagt, es kostet über 3000 Euro und man braucht einen Führerschein, deswegen ist die Einstiegshürde relativ hoch. Einfacher sind da schon diese beiden Dinger hier, da braucht man keinen Führerschein und man kann auf Fahrradwegen fahren. Dieses hier finde ich ziemlich cool, damit würde ich jeden Tag zur Arbeit fahren. Das hier ist für mich eher so eine Art Sonntagsfahrrad. Es ist ziemlich gemächlich, ziemlich entspannt, für den Straßenverkehr etwas zu langsam und für 2300 Euro ziemlich happig für ein Sonntagsfahrrad. Das Hoverboard hier kann ich ehrlich gesagt niemandem so wirklich empfehlen. Maximal auf Messen oder in Flughäfen, wo man wirklich glatte Böden hat oder halt als Spielzeug für die Wohnung. Aber bei mehreren hundert Euro ist das als Spielzeug doch relativ teuer. Auf jeden Fall möchte ich davon abraten, damit durch die Stadt zu fahren. Und wenn ihr jetzt nicht mehrere hundert, 2.000 bis 3.000 oder sogar über 3.000 Euro gerade mal so zur Verfügung habt, ihr aber trotzdem mobil sein wollt, dann schauen wir uns jetzt folgenden Service an. Vielleicht liegt die Lösung für unsere verstopften Straßen nicht darin, Fahrzeuge grüner zu machen, sondern schlichtweg weniger Fahrzeuge in Umlauf zu bringen. Die Zukunft der Mobilität könnte also sein, Fahrzeuge nicht selbst zu besitzen, sondern diese lediglich bei Bedarf zu mieten und mit anderen Fahrern zu teilen. Car- oder Bike-Sharing-Programme gibt es schon eine Weile. Ich teste heute aber ein recht junges Konzept aus Berlin, das E-Roller-Sharing. Das Prinzip ist dabei dasselbe wie bei anderen Fahrzeugen. Die App verrät, wo sich der nächste Roller befindet, der Benutzer mietet diesen an, Helm auf und schon kann es losgehen. So ein Elektroscooter, der macht schon echt richtig Spaß, muss man einfach sagen. Der gibt, wenn man hier dran zieht, gibt er richtig schnell gut Gas, kommt nicht über 50 km/h drüber und man kann halt überall in der Stadt hinfahren. Ich kann ihn einfach wieder irgendwo auf den Bürgersteig setzen und da immer einen Parkplatz finden quasi. Also relativ ähnlich wie das Motorrad, aber hier mit dem Vorteil, ich muss es nicht kaufen und kann es quasi mieten für einen relativ günstigen Minutenpreis. Bumm, Helm in die Ablage und dann kann ich es in der App wieder abmieten. Wir haben jetzt für eine Viertelstunde ungefähr 3 Euro gezahlt, 19 Cent pro Minute kostet das oder, wenn man es den ganzen Tag mieten will, 24 Euro am Tag. Das finde ich ist ein ziemlich guter Preis, ein bisschen teurer als öffentlicher Nahverkehr, aber viel besser als ein Auto und das Beste, wie gesagt, man muss keinen Parkplatz suchen und schon gar nicht irgendwie teure Parkgebühren zahlen.
Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole Gadgets, ein paar coole Geräte und auch diesen einen Service zeigen. Und vielleicht ist ja was für euch dabei und ihr könnt in Zukunft auf das Auto verzichten und stattdessen elektromobil unterwegs sein. Das war's mit der zweiten Folge der Elektromobilität und das war's auch mit der zweiten Staffel von What's On. Wir gehen jetzt in eine kleine Pause, sind dann aber wieder mit Staffel 3 dabei. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den ersten Teil der Elektromobilität angucken. Da habe ich zum Beispiel ein Elektroskateboard getestet. Vielen Dank fürs Zuschauen, Dankeschön, dass ihr die ganze Zeit dabei wart der zweiten Staffel und wir sehen uns wieder in der dritten Staffel. Bis dahin, bleibt neugierig, euer Cedric.